Hallöchen und willkommen zurück zur Pre-Order-Demo-Version von Roguebook. Und sorry, dass es ein paar Tage gedauert hat, bis was Neues hier zu rauskommt, aber ich musste mich leider ein klein bisschen an den Videos bedienen, die ich schon produziert und hochgeladen hatte, denn ich war nicht wirklich in der Lage, was aufzunehmen. Ja, Gesundheit ist so ein bisschen nicht ganz so cool momentan. Aber wir gucken mal, was wir so an die Hand kriegen jetzt. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht mal ein richtig defensives Deck bauen soll, in der Hoffnung, dass wir den Pet Firebringer bekommen. Wir gucken mal. Das ist interessant. Und das, wenn wir keinen Block haben, naja. Lass uns mal gucken, was hätten wir hier Schönes. Da hätten wir schon mal den Pet Firebringer. Hätten wir irgendwas? Nein. Ich würde den nämlich gerne. Wie heißt's? Ich würde den gerne standardmäßig haben. So. Aber wie heißt denn das auf Deutsch? Auf Englisch heißt es innate. Auf Deutsch direkt am Kampf anfangen, am Kampf beginnen. Oh. 4 für kostenlosen Angriff oder. Nee. Wir sparen uns das. Naja, bei ihm. Wir machen erstmal den ersten Kampf. Komm. Wir machen erstmal den ersten Kampf. Das dürfte nicht so das Problem sein. Außer natürlich, wir haben alle Verteidigungsdinger hier im ersten Zug. Und haben dann beim zweiten, wenn er zuhaut, keinen einzigen. Nice. Das hat sich ja gelohnt. Dann kriegen wir hier gleich mal 14 aufs Maul. Ey! Astrein. Okay, wie viel Schaden können wir machen? 12, 21 reicht nicht. Dann verteidigen wir das auf jeden Fall weg. Fuck, ey. Das war so klar. Okay, wir machen immer noch mehr Schaden, als würden wir mit ihm zuhauen. Schon 14 aufs Maul gekriegt. Nerviger Scheiß. In opposite directions. Ja komm, wir nehmen hier gleich mal das Ding mit. Ja. Erstmal gucken. Auf welche Seite würde ich denn eigentlich gerne gehen? Auf den hier wegen dem Pet Firebringer. Aber lass uns mal gucken. Gibt es hier vielleicht was Schönes? Wir nehmen mal den Cookie. Wir nehmen also auch gleich den Pet Firebringer mit. Kostet zwar 150. Aber naja. Es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Vor allem ganz am Anfang ist es. Natürlich steckt er da noch in den drei drin. Ich wollte gerade sagen, ganz am Anfang ist es noch wahrscheinlicher, dass wir den ziehen. Okay, 11 Damage müssen wir hinten machen, um den Schaden zu negieren. Kriegen wir hin. Komm, den holen wir auch mal raus. Okay. Wir haben nichts zum Verteidigen. Nice. Immerhin habe ich eine Cookie gezogen. Dann kriegen wir schon wieder 6 aufs Maul. Das heißt, Shower ist schon halb im Arsch. What the fuck? Mann. Wieso kann es nicht einmal gut laufen? Okay. Dann holen wir uns hier erstmal ein bisschen die Goodies ab. Oh, noch mehr Gold. Sneak. Da ist was Erzählerisches. Ja, na, komm, lass mitnehmen. Einen Random Gemstone. Ja.
Okay. Ja, so viel Kohle ist das aber auch nicht, ne? Hey, noch ein Tresor. Ein Juggler. Ah, muss nicht sein. Dann nehme ich, glaube ich, lieber nochmal den hier. Ja. Okay, wo möchten wir denn Trades reinklatschen? Und zwar 2 Stacks. Bei ihm wäre das Fortitude. Das wäre eigentlich... Ist das dann dissolved? Nein. Aber das würde nach hinten geschoben werden. Ah. Den möchte ich gerne innate machen. Dann nehmen wir... Ich möchte eigentlich schon was für ihn haben. Komm, dann nehmen wir das normale Defend. Aber dann würde er nur noch mit Guard nach vorne kommen. Egal, machen wir. Und dann... Ja, wir kommen darüber. Okay, dann lass uns nach links latschen. Oh, noch ein Elite-Kampf. Ah. Nice. Firebringer ist da. Der rentiert sich im ersten Gebiet nicht so stark. Aber der macht schon ein bisschen Damage. Oh, 24 würden rumkommen. Wir hätten nur einen Defend. Okay, wir machen auf jeden Fall den platt. Dann hätte er noch 13, er würde dann mit 5... Ach komm, wir müssen den Block spielen. Fuck. Oh Mann, ey. Alter, sie ist fast tot. Okay, ich muss das Herz nehmen. Oh Mann, ey. Dann hier unten. Ja, ich nehme das hier so. Ja, wir heilen sie nochmal. Die Golden Fairy. Oh, da kommen wir nur nicht hin, weil da ein normaler Kampf davor steckt. Das ist jetzt die Frage. Ich spiele den Firebringer und switche hier einmal. Ich glaube, er stand noch nicht einmal in der kompletten Aufnahme jetzt vorne, oder? Der stand immer hinten. Kann das? Alright. Ja, ich muss... Ich töte lieber den hier. Das sind 14 Damage, die wir... Ja, negiert haben. Ja, wir haben eine Aktion weniger, die Runde. Haben wir was zum Verteidigen? Ja. Den hier, toll, mehr nicht. Lass den da schnellstmöglich rauszunehmen. Easy kriegt schon wieder aufs Maul, wie blöd, ne? Okay. Nice. Einer weg.
Ach, stimmt, da geht er ja nach. Da war ja was, dass der da wieder nach hinten gezogen wird. Ja, vielleicht nicht ganz so cool. Bin noch nicht so überzeugt. Ja, komm, lass gleich auf die Ferry gehen. Und ich habe natürlich den Firebringer nicht direkt am Anfang gezogen. Sehr toll. The next card you play. Das steht nicht in dieser Runde. Mal gucken, ob sich das bis auf die nächste überträgt. Ja. Ja, nice. Das gefällt mir. Das sagt mir zu. Ja, den kriegen wir komplett weg. Nur noch 3 Damage, den wir brauchen, ja? Mhm. Machen wir gleich so. Nice. 281 Cash. Dann lass uns mal kurz gucken. Was gäbe es hier noch? Mit einem Gargoyle. Einen Crit am Anfang. Das ist schon auch nice. Ah, wir nehmen das direkt. Der Gargoyle wäre zwar auch cool, aber der Crit am Anfang. Nicht zu verachten. Nicht zu ver... Oh, no. Ich hasse den Kackvogel. Mann, wir sind schwach, joho. 15. Spiel ich so. Ja. Einen kriegen wir aufs Maul. Aber ja, nächste Runde könnte er platt sein. Zwölf, 19 passt. Nice. Alter. Die Explosive Ink ist jetzt nicht unbedingt so prickelnd für mich. Ich hätte gern einen, der so einfach nur 3 in eine Richtung geht. Das wäre cool. Oh, so viele. Der stirbt. Nice. Oh, das zählt nicht als Crit. Interessant. Sehr interessant. Wir können ihn nicht töten. Fuck. Dann wird verteidigt. Jetzt ist natürlich das Problem, der hintere wacht auf. Und der macht richtig Schaden. Ah. Wir hätten einmal Verteidigung und zweimal Lead. Das macht 14, das reicht nicht, um den klein zu kriegen. Wir spielen trotzdem die Verteidigung. Stehen wir schon mal vorne. 23 und ja. Es hilft nicht, wir verrecken schon mal. Nicht so cool. Töten können wir ihn auch nicht. Wir könnten den töten. Oder für nächste Runde vorbereiten. Wir bereiten den für nächste Runde vor. Und du stirbst sowieso. Oh. Nicht cool. Ah, super.
kriege nochmal 18 aufs Maul, unnötigerweise. Fuck! Was ein Scheiß. Stand da nicht plus 3 für jeden Dude? Ach, das ist schon eingerechnet gewesen. Na super. Alter, was ein beschissener Kampf. Ey, 3 in unterschiedliche Richtungen. Nice. Machen wir hier oben. Ich will... Was? Habe ich da gesehen, dass das dunkel ist? Mal wieder völlig an mir vorbeigegangen. Okay, nehmen wir für dich. Oh, jeez. Und alle greifen sie an. Dann kann ich den Firebringer nicht spielen. Doch, kann ich. Doch, kann ich. Okay, wir töten den erstmal. Ach, ich hätte jeden töten können, weil die doppelt Schaden kriegen. Ach, ich hab's vergessen. Ach, ich bin doch so ein Mongo manchmal. Ach, das zählt da nicht mit rein. Super. Oh, wieder umsonst Schaden gefressen. Entlippt nicht. Na, das macht der halt mehr Schaden als die anderen zwei. Die 7 können wir rausnehmen. Ah, der stirbt sowieso. Nice. Ah, der würde nach hinten verschwinden. Ja, ist egal, welchen ich spiele. Das spielt doch lieber den da. Verteidigen muss ich auf jeden Fall. Okay, er holt sich keine neuen Dudes mehr. Okay, dich kriegen wir raus. Dich kriegen wir raus. Dich kriegen wir nicht raus. Doch, kriegen wir auch raus. Dann kommen 7 Schaden durch. Das heißt, du würdest ganz genau sterben. Mhm. Aber die 5 machen dann auch nichts, weil das weniger ist als ein Getöteter hier. Ast rein. Ne, dann nehme ich... Was? Ach, da kann ich angegriffen werden, solange andere noch da sind. Ja. Ach, und ihn kriege ich gar nicht tot. Ne, gut, dann machen wir das doch so. Obwohl das auch nichts bringt. Oh, man. Okay. Er verreckt. Ich belebe sie nicht. Geht sowieso nicht. Aber ich steht doch jetzt eh wieder auf, ne? Ja. Alter, es läuft so überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ah, jeez. Okay, was hätten wir noch? 16 Block für 2. Das würde uns hiermit in die Karten spielen. Das wären dann 20 Block schon mal. Ja, das würde jede Runde 4 machen. Ist auch nicht so cool. Wir nehmen den. Wir nehmen das Ding hier. Auch wenn das ein bisschen angriffsmäßig ist. Extra Gold. 5 Block jedes Mal, wenn wir Damage kriegen. Beim ersten, der erste Damage, den wir abkriegen, nehmen wir. Die spielen, versuchen es zumindest. Noch halbwegs defensiv zu machen. Dann hier drüben.
Wir versuchen. Ja, wir gehen hier lang. Wir hätten noch Huddle. Ja, nehmen wir mit. Und kommen genau hier hin. Und kriegen sogar noch was zum Heilen. Oh, jeez. Ob es das rausreißt? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, ob es das jetzt noch rausreißen wird. Okay, was machen wir? Direkt zum Boss oder noch hier sowas? Komm, wir machen noch so einen. Wenn wir den nicht hinkriegen, würden wir den Boss auch nicht schaffen. 25 Damage. Wir hauen dreimal zu. Nice. Dann wären das noch 19. Könnten es auf 17 reduzieren. Nee, komm. Machen wir so. 5 Schaden. Ist okay. 12x3, das würde auch helfen. Also helfen im Sinne von... Wir haben etwas... Das uns 5 Block beim ersten Damage gibt. So, dann gehen wir wieder nach vorne. Zack. Na? Hat uns 5 Schaden erspart. Super. Ast rein. Du bist zu spät. Und wir kommen da nicht durch. Ey, fuck you. Toll, wir kriegen unnötig Schaden, weil sie hier wieder ihr Kackschild hat. Fuck you. Arschlecken. Hat sich das rentiert? Nee. Aber. Wir kriegen einen Pinsel und starten jedes Kapitel mit einem extra Pinsel. Dafür hat sich das schon so ein bisschen gelohnt, würde ich sagen. Sollen wir uns mal angucken, was es hier gibt? Ja. Gemstone. 7 Block. Triple Damage nehmen wir. Oh ja. Und zwar hier rein. Oh my fucking God. Ja, bitte. So. Sollen wir den auch noch mitnehmen? Ich gucke jetzt nochmal kurz hier rein. Wir sollten vielleicht noch mehr Block mitnehmen. Hm? Ja, wir nehmen noch ein bisschen Block mit. Komm, wir machen den auch. Petbringer, wo bist du, wenn man dich braucht? Soll ich... mit denen warten? Einfach um den Crit besser auszunutzen? Oh, er stirbt mir weg, ne? Ja, und so. Kackwunden. Stirbt mir genau weg. Ah. Beschissen, ey. Viel zu viele Wunden. Komm, gib mir den Firebringer oder irgendwas anderes Nices. Okay. Kein Firebringer. Oh, jeez. Alright. Moment, wir sind durchs ganze Deck gecycelt und haben den Firebringer nicht gesehen? Hä?
Hä? Oh, habe ich den einfach übersehen? Oh, kann sein. Das reicht, wenn wir den dann spielen. Hm. 15. Wir würden damit nach hinten cyclen und würden dann nur noch 10 Schaden kriegen. Hätten 5 Block. Hätten wir auch, wenn wir nichts spielen, aber nee, halt. Hm. Komm. Ein Schaden. Ist machbar. Okay, ich habe nur Verteidigungszeugs. Reicht der schon? Lass mal kurz gucken. 20. Oh, da macht. Oh, fuck, er macht ja da 30. Nee, dann switchen wir doch lieber hier wieder so rum. Auch wenn wir da Negativ-Effekt kriegen, aber es ist nur Verteidigung. In Anführungszeichen nur. Toll. Die Wunden killen mich. Im wahrsten Sinne. Und eine Handvoller Wunden, wie wär's? Nö. Cool. Oh, stirbt. Na gut. Ey, wir haben so viele Wunden auf der Hand. Oh, 150 Gold, einfach so. Danke. Und nochmal Gold. Danke. Ja, cool. Dann können wir uns ja doch noch was kaufen. Ich nehme den. So, und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir noch irgendwas aufdecken können. Wo wir ein Herzchen finden? Nein. Das wären auch nur 4 Felder, die ich aufdecken will. Oh, ja klar, hier unten. Nichts zum Heilen! Ast rein! Okay, dann müssen wir voll verkrüppelt in den Bossfight. Bitte gib mir den dreifachen Crit-Gedöns am Anfang. Nein. Kriege ich nicht. Oh, ich habe das Falsche gespielt, ne? Okay. Zum Glück habe ich das eine Artefakt, das mir 5 Rüstung gibt, wenn ich nichts habe. Ey, der Pet Firebringer ist umsonst und dann kann ich einmal zuhauen und dann bin ich tot. Nein, bin ich nicht. Was ist das denn? Minus 1 Power. Ja, das ist jetzt schön. Oh, ich muss sie wiederbeleben. Dann stirbst du. Dann sind wir trotzdem nicht gefeit. Ich kann ihn wiederbeleben. Muss ich auch machen. Auch wenn ich hier natürlich für 54 angreifen wollen würde. Aber ich muss dafür sorgen, dass ich am Überleben bin. Ich hätte angreifen können. Ich habe die 5 Verteidigung übersehen. Okay, wenn ich ihn nach vorne stelle. Wow. Dann blocken wir sogar mal richtig Schaden. Ha! Ast rein. Hey. Wow. Wir haben Schaden geblockt. Wir sind nicht gestorben. Ah! Ach, schön. Der hier reicht, um den Schaden zu wehren. Nice. Okay, nächste Runde macht er 64. Also je länger der Kampf dauert, umso stärker wird er. Also so ein richtiges Verteidigungsdeck ist schon nice. Aber erstmal haben, ne? Wir hatten arge Probleme. Arge Probleme hatten wir. Was hätten wir? 12 oder mehr? 3 Bleeding. Ja, das wäre nicht schlecht. Retain brauchen wir nicht wirklich? Das. Ne, komm, wir nehmen das mit Bleeding. Ja, auf sie. Und dann. Ja. Wir nehmen den Edelstein, der uns gespielte Karten wieder oben drauflegen lässt.
Jetzt ist natürlich die Frage, funktioniert das mit Sachen, die dissolven? Oder er hier zum Beispiel. Kriegen wir den wieder? Ich glaube, ich mache mich zwischen den Folgen mal schlau. Und ja, das heißt also, wir sehen uns auch in der nächsten Folge, denn wir sind schon wieder bei 30 Minuten angekommen. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr Verteidigung in unser Deck kriegen. Und ob wir den Pet Firebringer irgendwie vorne rankriegen. Also, macht's gut, bis dann, bis zur nächsten Folge. Ciao.